gefahren, Leser. Ganz frisch eingetroffen hier bei uns die Nest Hello, eine smarte Türklingel der neuesten Generation mit allem Pipapo, den man sich vorstellen kann. Kostet 279 Euro und wir schauen einfach mal, was in der Box drin ist. Ich kann schon mal dazu sagen, dass einige Funktionen nur verfügbar sind, wenn man ein zusätzliches Nest Aware-Abo abschließt, was nochmal 5 Euro im Monat kostet. Dann hat man allerdings 5 Tage Videoaufzeichnung, Gesichtserkennung und noch einige andere spannende Funktionen. Ja, Verpackung. Vorne sehen wir die Kamera, an der Seite Infos, hinten. So sieht es dann bei uns auf dem Smartphone aus. HD-Qualität. Wir können mit den Leuten vor der Tür reden. Infos, Infos, Infos. Und ich würde sagen, wir machen die mal auf. Die ist hier nochmal extra zugeschweißt. Ich komme allerdings nicht an den... Oh, das ist aber ätzend hier. Moment. So, na, da haben wir es. Hallo. Das ist, wenn man nur einen Versuch hat. Mit Gewalt, komm, wir machen mit Gewalt. So. Könnte noch ein bisschen optimiert werden. Machen wir mal auf. Und sehen als erstes die Kamera. Ist jetzt quasi schon ohne die Abdeckung. Wir haben hinten die Seriennummer, die müssen wir scannen. Wir haben hier einen USB-Port, den wir eigentlich nicht brauchen. Ich denke mal für zum Beispiel Firmware-Updates. Und hier haben wir die beiden Kontakte, die wir mit unserem Klingeldraht verbinden. Wichtig zu wissen bei der Nest Hello ist, dass im Gegensatz zum Beispiel zur Ring hier kein 24 Volt Trafo beiliegt und die meisten Haushalte haben den nicht. Ihr müsst also mal in eurem Sicherungskasten in der Haustechnik nachschauen, ob ihr ein 24 Volt Trafo habt. Ansonsten müsstet ihr euch den dann nochmal besorgen. Was ihr allerdings alles braucht, das wird auch richtig gut in der Nest App erklärt, wenn man das dann hinzufügen möchte, beziehungsweise vorab auf der Nest-Webseite. Hier sind jetzt noch ein paar spannende Sachen dabei, die möchte ich euch kurz zeigen. Zum einen haben wir hier hinten einmal die, die Wandhalterung, die festgeschraubt wird, und wir könnten diese Wandhalterung noch mit einem zusätzlichen Winkel versehen, um halt die Kamera so ein bisschen nach links oder rechts zu kippen, je nachdem, wie man das hier hinten drauf klebt. Ups, das sieht dann so aus. Ja. Können also ein paar Grad nochmal rausholen, falls die Türklingel rechts oder links recht weit neben der Tür hängt. Das wär's damit. Dann haben wir hier noch eine ganz spannende Sache. Dieses Kabel ist dafür da, um unseren Türgong, den wir innen haben, ein bisschen vor diesen 24 Volt zu schützen, die wir bei der Kamera benötigen. Das ist also, ja, ich denke mal, so eine Art Spannungswandler, damit halt der Türgong, der mechanische oder elektrische, nicht diese 24 Volt abbekommt. Einfach dranhängen, wird auch sehr gut erklärt, ist kein Hexenwerk. In dieser Schachtel haben wir noch ein bisschen Montagezubehör und Kleinkram. Schwupps. Diese beiden Dinger hier gehören noch dazu. Dann haben wir gleich mitgeliefert einen Bohrer. Also ihr kennt das vom iPhone, ja, das brauchen wir. Ich zeige es euch mal. Wenn jetzt montiert ist, können wir das hier reindrücken und die Kamera löst sich wieder aus der Halterung. Quasi so eine kleine Art Diebstahlschutz, dass nicht jeder einfach die Nest Hello von der Tür nehmen kann. Wir haben Dübel, wir haben kleine Schrauben, die ja, je nach Wand vielleicht nicht ganz geeignet sind. Da müsst ihr einfach mal schauen, wie bei euch das aussieht. Zum Beispiel mit zu Hause habe ich eine Wärmeschutzisolierung und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit so Metalldübeln. Ja, das ist die Nest Hello. Ich werde die jetzt mal zu Hause installieren und euch dann berichten, wie es mir ergangen ist, was die Kamera kann, wie zufrieden ich bin, wie sie sich im Vergleich zur Ring schlägt, die ja nach der Übernahme von Amazon sehr weit verbreitet ist. Ja, und ich würde sagen,
jeden Fall schon mal ein schickes, kompaktes Teilchen. Ich bin gespannt, was die nächste Lore auf dem Kasten hat.